So, hallo Leute, da sind wir wieder. Wir sind immer noch in Jamaica Plains. Zusammen mit Curie. Wir können mit der reden. Hallo. Na dann. Ich wüsste nicht, was mich mehr freuen würde. Oh, das ist so. Nein, ich lasse mich von dir nicht ablenken. Ich wollte aus einem Grund ein Sind werden. Für die Wissenschaft. Um Fortschritte im Studium der Medizin zu erreichen. Ich hatte einen Durchbruch erzielt. Mit einer neuen Sorte Mutterbeere konnte ich die heilende Wirkung von Stimpaks deutlich verbessern. Mir ist klar, dass das nichts Weltbewegendes ist, aber es zeigt, dass es doch noch Inspiration gibt. Ich weiß, es war nicht einfach, aber du hast es geschafft. Mein Kopf ist voller Ideen, Experimente. Viele werden im Sand verlaufen, aber vielleicht mache ich ja neue Entdeckungen. Und diese Fähigkeit habe ich dir zu verdanken. Und so viel mehr. Diese Welt ist voller Leben, voller Möglichkeiten. Du liegst mir sehr am Herzen. Wir sind Freunde. Hoffentlich kann ich mich einmal für all die Gefallen revanchieren. Na los, Leute, wir probieren's. Das zwischen uns ist mehr als nur eine Freundschaft. Mein erster Gedanke inmitten all der Aufregung war, dir davon zu erzählen. Erst dann würde es sich richtig anfühlen. Weißt du bedeutest. Oh, ich bin ganz schlecht in solchen Dingen. Na los, wir wollen sie doch auch. Schon okay. Du bedeutest mir auch sehr viel. Das hatte ich nicht zu hoffen gewagt. Wenn wir getrennt sind, hinterfrage ich ständig alles. Ich sollte nur an diese Errungenschaft denken. Stattdessen sind meine Gedanken immer bei dir. Eine Beziehung beginnen? Was willst du? Naja, wir erklären es ihr mal. Ich liebe dich, Curry. Und ich Oh, liebe dich. okay. Durch das Erreichen der höchsten Verbundenheitsstufe mit Curie hast du den Skill Die Sanitäter Welt kommt erhalten. mir so freundlich vor. Und ich kann den Ausgang des Ganzen nicht erwarten. Cool. Sehr cool. Und es sind noch ein paar andere Dinge passiert. Ich habe Hast du nämlich etwas Interessantes entdeckt? gerade eben, als ich das Spiel neu gestartet habe, den Schwierigkeitsgrad auf schwer geändert. Hey, du brauchst das. Also, wir werden jetzt öfter sterben. Macht euch schon mal drauf gefasst. Aber dafür Was, oder? gibt es auch mehr XP und blablabla. Halt diese ganzen Sachen. So. Wo müssen wir ihn? Unser Ziel liegt dort. Ah ja. Okay. Aber ihr seht, wir sind immer noch mit dem Erlöser gut dabei. Moment. Das kommt mir immer noch so leicht vor. Ich kann mir nicht vorstellen. Ah, legendärer nekrotischer Ghoul. Also nee, das kann doch nicht schwer sein. Also sind wir wirklich so gut? Das wäre ja krass. Nein, ich glaube nicht. Gehe zum Nahkampf über. Oh, Kiri verteidigt mich schon wieder. Das ist Liebe. Wenn es deutlich weniger davon gäbe. Oh, ein eiskaltes Händchen. Der Bus ist mutiert. Ihr habt es genau gesehen. Der Bus ist mutiert. Des Kavalleristen Lederrüstung reduziert Schaden beim Blocken und Sprinten um 50% und wird gar nicht dargestellt. Auch sehr schön. Erkennungsmarken. Ich schaue nochmal. Einstellung, Gameplay. Schwer? Doch, ist schwer. Okay, sehr schön. Naja, gut. Okay. Achso, jetzt sind wir direkt überladen. Das ist auch sehr schön. Und haben jetzt diese Siedlung für uns eingenommen. Das ist sehr schön. Dann werden wir hier jetzt auch direkt erstmal den ganzen Schrott, den wir mit uns rumtragen, einladen. Und dann sieht das nämlich im Inventar schon ganz anders aus. So.
Unsere nächsten Ziele sehen daher vor, ich zeige es euch mal kurz, den Siedlern davon berichten, damit wir den Quest abschließen. Da wir Kyrie jetzt auf der höchsten Stufe haben, werde ich sie, so doof es klingt, erstmal wieder absetzen, weil ich die ganzen Begleiter, die wir haben, auf die höchste Stufe bringen möchte. Man weiß ja nie, was denn da kommen mag. Ja. So eine Patrouille müssen wir später mal machen. Der Weg für... Genau. Das schließen wir jetzt gleich mal ab. Ich weiß nicht, warum wir da Perpetus sind. Ach nee. Wir machen einfach eine Schnellreise. Würde ich sagen. Und da sind wir auch schon. Sehr, sehr schön. Du bist zurück. Hast du dich schon um unser kleines Problemfleckchen gekümmert? Ich habe den Laden gesäubert. Sollte jetzt sicher sein. Deine Freunde können also kommen. Schön, mal ausnahmsweise ein paar gute Neuigkeiten zu hören. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Sehr, sehr schön. Sehr nett von Ihnen. Um nicht zu sagen, nichts anderes hatte ich erwartet. So, wir nehmen jetzt einmal Red Away. Einfach, weil ich es mit mir rumschleppe und daher auch benutzen möchte. Und dann sorgen wir mal dafür, dass wir einen kleinen XP-Bonus kriegen. Außerdem, dass es dann auch gleich Tag ist, wenn wir wieder aufmachen. Und Leute, ihr glaubt es gar nicht, ich freue mich wirklich auf die Add-ons. Ich fühle mich wunderbar erholt. Ach so, ja. Stimmt. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die Ach so, größte Moment. Stadt, die ich je gesehen habe. Ich glaube, ich habe es gerade ein bisschen verrissen. Natürlich. Wir müssen ja natürlich bis AM schlafen. Das hatte ich schon wieder komplett, naja, verdrängt. So. Viel. Ein weiterer Tag an deiner besser. Seite. Kennst du Diamond City? Die Stadt ist riesig. Jo. Bisschen. Im Vergleich zu euch. Ja, und das ist halt schon das Gewitter dort hinten vom leuchtenden Meer, würde ich behaupten. Okay. Schauen, gibt es hier noch irgendetwas Spannendes? Nö. Also werden wir jetzt Kyrie absetzen. Und dann werde ich, keine Ahnung, was haben wir hier noch? Teffington Boothaus und ins Morton Center müssen wir auch noch. Gut, also geht's jetzt erstmal zur Overland Station. Und da sind wir auch schon. Und das Inventar habe ich schon mal ausgeräumt. Hier habe ich entdeckt, dass wir einen kleinen Piper-Klon haben. Also nicht ganz. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Sins, die mich ausspionieren wollen. Doch, ganz bestimmt. Und wir hätten da Nick MacReady, die wir mitnehmen könnten. Bin ich mir noch unsicher. Ich würde 100 Meilen weggehen, wenn ich wüsste, dass am Ende ein Haufen Kronkorken auf mich wartet. Nick wäre ja ganz interessant. MacReady natürlich auch. Wir nehmen MacReady mit, einfach weil der Quest von ihm noch läuft. Da bist du ja. Ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Komm, wir brechen auf. Ich wusste, dass du es nicht ohne mich aushältst. Da ist, würde Kyrie bestimmt was sagen. Die ist aber nicht da. Hast du irgendwelche neuen Verletzungen, die ich behandeln soll, Monsieur MacReady? Alles bestens, danke. Aber gegen ein paar Stimpacks hätte ich nichts einzuwenden. So, Kyrie lassen wir natürlich an der Oberland Station. Und MacReady folgt uns. Oder? Hey! Und? Nein, MacReady folgt uns. Alles gut. Was? Und es geht direkt natürlich weiter. Okay, wir wollen zum Teffington Bootshaus. Hier haben wir eigentlich noch gar nicht so viele Sachen entdeckt. Wir könnten ja mal von Greygarden der Autobahn folgen. Aber halt unten drunter. So, und da sind wir auch schon.
in Grey Garden, das, wie ich euch erinnern kann, halt nur aus den Mr. Handys bestand, die halt in diversen Farben aufgegliedert waren, aber ansonsten, ja, waren es halt Mr. Handys. Gut, und wir haben ja noch unsere Markierung auf den Karten und folgen denen auch einfach mal. Hilft dabei, den Kontrollpunkt zu verteidigen. Was haben wir da? Gunner, Gunner-Kommandant, Gunner-Rekruten. Gegen Minutemen. Ah ja, okay. Dann intervenieren wir doch mal einfach. Gunner, Mr. Gazzi. Ja. Okay. Dem haben wir es gezeigt. Gut. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und was ich euch ja erzählen will, es kommt ja das erste Add-on, was kommen wird, ist Automatron. Oder Automatron, ich weiß es noch nicht so genau. Auf jeden Fall wird es da darum gehen, dass irgendein verrückter Wissenschaftler, verrückter Roboter, was auch immer, probiert quasi die Kontrolle über das Commonwealth zu erlangen. Und auch neue Gegnertypen eingeführt werden. Also das Robo-Brain zum Beispiel. Für die, welche das Robo-Brain noch nicht kennen, das ist in Fallout 3 zum Beispiel aufgetreten und in Fallout New Vegas. Da könnt ihr schon mal drauf gespannt sein. Okay, was haben wir denn da? Da haben wir ein paar Markierungen unten, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Das ist doch mal schön. Da ist eine Ausgrabung zum Beispiel. Die schauen wir uns natürlich jetzt auch gleich mal an. Nein, und zurück zu Automatron. Oder Automatron. Es wird dann halt auch so sein, dass wir uns dort unseren eigenen Begleiter erschaffen können. Im Sinne des Spiels wird es wohl ein Roboter werden. Aber ich finde, das klingt schon echt spannend. Okay, Leute. Was haben wir denn da? Eine Kiesgrube oder sowas, so wie es aussieht. Mess, Kies und Sand. Cool. Ich jetzt aber... Raider. Ich werde gerade erst warm. Ah. Klingt nach Maulwurfsratten. Willst wohl Spielchen mit mir spielen? Die sich hier mit dem Raider rumbalgen. Au. Legendäre leuchtende Maulwurfsratte. Ja, aber auch die ist jetzt nicht die Herausforderung für uns. Waffen sichern. Ich glaube. Schluss mit lustig! Verwundende doppelläufige Schrotflinte, Ziele bluten und erleiden 25 Punkte zusätzlichen Schaden. Aua! Und wir haben das nicht geskillt und das Ding macht 62 Punkte Schaden. Holy Moly Red quasi. Ihr seid so widerlich. Überlegt euch doch nochmal. Ihr seid einfach so widerlich. Diese Eiterpuppel, die verschicken. Schießen. Nein. Und nochmal zurückzukommen. Also wir werden unseren eigenen Companion fertigen können quasi. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf, weil man den auch wirklich personalisieren können soll. Und da bin ich ehrlich gesagt schon ein bisschen gespannt drauf. Ach, da kommt noch einer. Hä? Und die ist auch noch tollwütig. Das kleine Mistvieh. Wow. Ja. Genau. Flogen dann halt hier mal so rum. Schnapsglas. Kann man immer gebrauchen. Im Spind ist noch ein Bleistift. Wo zur Hölle sind sie?
Oh, hey, das sieht aus, als hätte es wehgetan. Oh Mensch, sogar MacReady hat eine tot gemacht. Dann müssen sie wirklich scheiße sein. Ich hab das alles im Griff. Haha. Sehr schön. Keine Ahnung. Ein unsagbar pervers, krank gut gemachtes Design, muss ich einfach mal sagen. Also, Hut ab, Frau Mütze, an der Stelle dafür. Okay, so. Da haben wir jetzt noch eine Markierung, da müssen wir aber nicht hin. Was ist da für eine Markierung? Ach, das ist bloß mit Preston sprechen. Wir wollen ja aber... Also wir gehen jetzt wieder unter die Autobahn und folgen der unterm Autobahnkreuz durch. Und dann quasi hier so rum. Also halten wir uns... Moment, ja. An diesen Teil der Autobahn. Was mich auch noch interessieren würde, wo hier dieser Aufzug hinführte. Wir da vorhin gerade entdeckt hatten, bevor ich auf die Mine aufmerksam wurde. Und außerdem gucke ich natürlich hier mal, ob wir hier noch irgendwas finden können. Eine Kaffeedose. Hm, ja gut. Kann man mal machen. Halt so ein, keine Ahnung, Haus am Rande der Straße. Okay. War der Aufzug hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, da wäre auf jeden Fall noch eine Hausmarkierung. Zwei sogar. Ach komm, wir machen mal auf Rotkäppchen und weichen ab vom Weg. So, da haben wir jetzt gleich links, wie es ausschaut, die erste Markierung. Sieht auch sehr nachträglich installiert aus. Das ist wahrscheinlich die keine Ahnung, die Fabrikstadt zur Corvega Autofabrik. Was ist wo vor allem? Lexington Apartments haben wir gerade entdeckt. Das wird nicht lang dauern. Ja, gut. Ich werde das jetzt einfach ignorieren. Keine Ahnung, wer da kämpft. Wir müssen ja auch nicht mehr allem nachgehen. Wir haben jetzt inzwischen so viele random Begegnungen gehabt. Da muss ich nicht das 70. Mal gegen Gunner kämpfen. Wenn ihr da Wert drauf legt, dann sagt bitte Bescheid. Dann werden wir das natürlich wieder tun. Oh. Oh. Das ist aber traurig. Das finde ich traurig. Ein kleiner Friedhof. Was haben wir gerade entdeckt? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Mystic Pines. Da könnte ich mir glatt mal vorstellen, reinzuschauen. Ist das sowas wie ein Altenheim? Sieht ja ein bisschen so aus. Jo. Nein. So. Das wär's. Du hast es echt drauf? Ah, und hier geht's sogar noch in den Keller runter. Und da gibt's sogar noch einen Fusionskern für uns. Das ist sehr schön. Auch wenn wir inzwischen echt überquellen vor Fusionskern. Freue ich mich natürlich trotzdem über jeden, den wir finden. Okay, krass. Flaschenkürbispflanzen. Hier gab es mal eine Siedlung. Würde ich jetzt einfach so behaupten. Ich würde jetzt allerdings sagen, wir schauen uns das nächste Mal hier weiter um. Und sehen uns daher dann auch wieder. Und ich sage erst einmal, bis denn dann.